Zwischen Niflheim und Muspelheim lag der Abgrund Ginnungagap. Im Norden füllte sich der Abgrund mit schwerem Schnee und Eishaufen und es herrschte Sturm und Gewitter. Im Süden war es mild wegen den Feuerfunken, die aus Muspelheim herüberflogen. Als die Kälte der Wärme und dem Licht begegnete, wurde es mild wie windlose Luft. Und als die Glut dem Reif begegnete, schmolz der Reif zu Tropfen, die durch die Kraft der Hitze Leben erhielten. Da entstand Ymer, der von den Chrimthursen, den Frostriesen, Örgelmir genannt wird.